Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video habe ich ein Tutorial für euch und ich habe immer noch keinen neuen Text für mein Intro, aber ist ja auch egal. Ja, ich habe heute ein Tutorial für euch und zwar ein ganz so ein easy, simple Teenage Make-up Tutorial. Teenage Make-up aus dem Grund, weil es wirklich ziemlich natürlich ist und das kann eigentlich jeder Teenager also tragen oder wenn ihr Make-up trägt, dann würde ich euch eher sowas empfehlen, als jetzt irgendwie total knalligen Lidschatten und total übertriebenen Blush und roten Lippenstift oder irgend sowas. Weil ich habe wirklich schon viele junge Mädchen gesehen, die so rumgelaufen sind und es sieht einfach nicht schön aus. Vor allem nicht, wenn man irgendwie wirklich so erst 14, 15 ist, dann finde ich nicht, dass man irgend sowas tragen sollte, so total übertriebenes Make-up. Daher habe ich heute für euch diesen Look hier und ich verwende nur 11 Produkte in diesem Tutorial, weil ich denke, die meisten können sich das leisten. Das ist sehr günstig und man kann es online bestellen. Man kann es nur online bestellen. Ich kriege ganz viele Fragen immer und man kann es nur auf icelipsface.ch bestellen und man kann auch per Rechnung bezahlen. Also ist jetzt nicht so, dass ihr eine Kreditkarte braucht oder so. Und wie gesagt, die meisten Dinge sind wirklich sehr, sehr billig. Es gibt wirklich schon Lidschatten Quads für 2,95 und so. Daher kann sich das bestimmt jeder von euch leisten. Und das ist einfach ein ganz natürliches Make-up, also wirklich nicht zu viel. Ich habe auch als Foundation, habe ich gar keine Foundation heute drauf, sondern ich habe nur eine BB-Cream drauf und das ist eine Anti-Blemish-Cream. Und die hilft auch gegen Pickel und so. Daher, vor allem wenn ihr jung seid und jetzt so zu Pickeln lag, die Pubertät und so, dann finde ich nicht, dass ihr euch das noch zukleistern solltet mit Make-up. Daher eine BB-Cream wäre ganz toll. Es gibt eine von Garnier. Ich habe jetzt eine von Estee Lauder bekommen und habe die mal aufgetragen. Und ja, den Rest zeige ich euch dann im Video, was ich alles drauf habe. Ich hoffe, das gefällt euch und ihr probiert es mal aus. Und los geht's. Ich habe bereits einen Primer aufgetragen und jetzt werde ich einen Highlighter nehmen. Und dazu nehme ich einfach Shroom von MAC. Denn ich habe keinen Drogerie-Highlighter. Habe ich gerade gemerkt. Und trage es mit so einem kleinen Pinselchen auf. Dann nehme ich die Farbe Wild Wheat und nehme einfach einen flachen Elfpinsel und verteile das auf dem gesamten Lid bis zur Lidfalte. Dann nehme ich die Farbe Saddle und nehme einfach so einen Blenderpinsel von Elf. Und verteile das in der Lidfalte. Und blende es aus. So, dann nehme ich die Farbe Coffee Bean und nehme einfach so einen Pinsel von Elf und dunkle damit einfach den äußeren Augenwinkel ab und blende es leicht ein. So. Und dann blende ich das wieder mit dem Pinsel aus. Dann nehme ich die Farbe Sunset und nehme einfach so einen kleinen Pinsel und trage das hier in der Mitte auf. Und es gibt einfach so ein kleines, ja, so ein Extra, weil das dann so schön schimmert. Dann nehme ich den Eyeliner und Shadow Stick in der Farbe Brown und Basic und nehme einfach den Liner hier und werde meinen unteren Wimpernkranz damit leinen. So. Und dann nehme ich einen Eyeliner-Pinsel und werde das einfach leicht smudgen. So. Dann werde ich noch meine Wasserlinie damit leinen. Und da
ist ganz leicht, weil es kommt eh nicht so viel Farbe ab. So, dann eine Wimpernzange. Und ich nehme einfach meine Clinique Mascara, denn ja, die benutze ich zurzeit. Und das war es dann soweit mit den Augen. Dann komme ich zu meinem Gesicht. Ich nehme einfach das Contour und Bronzing Kit von e.l.f. Und nehme so einen Pinsel hier. Und dann nehme ich einfach etwas vom Bronzer. Und konturiere damit mein Gesicht. Und dazu mache ich einfach das hier. Dann noch hier oben und hier. Dann nehme ich den Blush in der Farbe Peachy Keen und den wollte ich schon immer haben, aber der war immer ausverkauft und jetzt habe ich ihn endlich. Und das passt dann auch zu diesem Sunset Lidschatten, was wir hier oben aufgetragen haben. Und dazu nehme ich einfach einen Puderpinsel. So. Und hier nehme ich einen Highlighter. Und zwar haben sie diesen neuen Radiance Enhancer. Und der ist eigentlich so für dunkle Stellen, zum Beispiel unter den Augenringen. Aber die Farbe ist sowas von bronzig, dass man das gar nicht unter die Augenringe tun kann. Wie ihr sehen könnt. Daher werde ich einfach ein bisschen auf meinen Handrücken davon geben. Ja, das soll man unter die Augenringe schmieren. Und nehme einfach einen Pinsel. So. Und werde das einfach als Highlighter verteilen. Auf meinen Wangenknochen und so. Und ja, das ist eigentlich dafür da, um dunkle Stellen zu kaschieren. Damit die quasi heller wirken durch diesen Highlighter. Aber wie wir alle wissen, verwendet man eigentlich Highlighter dafür, um die Dinge... um die Dinge zu betonen, die wir wollen ja, dass sie rausstechen und das wäre dann ja die Wangenknochen und darum konturieren wir ja das, damit das halt ein bisschen rauskommt und unser Gesicht schöner und dünner aussieht. Und es gibt eigentlich einfach so einen leichten Glanz ab, ist jetzt nicht irgendwie was Überspezielles. So. Und dann nehme ich für die Lippen den Conditioning Lip Balm in der Farbe Nice and Natural und trage den einfach auf. Mm, der riecht total nach Schokolade und Karamell. Mm. Oh, falscher Finger. Mm. Mm. Das riecht sowas von gut. Ja, so sieht dann der fertige, easy Look aus. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!